Ja, moin Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute machen wir eine ganz schnelle Nummer und zwar den Flying Dutchman Burger. Und wenn ihr wissen wollt, wie der geht, bleibt da einfach dran. Richtig geiles Ding, super einfach und eine mega Sauerei. Ne? Was ist besser als ein Burger? Zwei Burger, so nämlich. Also jetzt geht's los. Ja, wir brauchen natürlich Käse, nicht zu vergessen Bacon, ein bisschen Öl. Zwiebeln, da müsst ihr diese großen Gemüsezwiebeln nehmen und die größten Scheiben rausschneiden, die ihr könnt. Die werden jetzt gleich gezuckert und gesalzen. Und dann kommen die auf die Feuerplatte. Eine Burgersoße nach Wahl. Irgendwas, was ihr wollt. Natürlich nicht zu vergessen, Hackfleisch. Wir machen damit einen Smashed Burger und einen doppelten natürlich mit Käse. Die restlichen Zwiebeln gehen natürlich nicht verloren, die schmeiße ich noch mit drauf. Hier ist die Zucker-Salz-Mischung, die habe ich gemörsert, weil ich immer ganz gerne grobes Meersalz nehme. Damit werden jetzt die Zwiebeln gleich gewürzt. Und ach so, nicht zu vergessen, hier für unser Fleisch, ich habe so ein cooles Rauchsalz gefunden. Das kommt gleich auf die Feuerplatte und dann kommt der Patty drauf gepresst. Und dann seht ihr natürlich, wie es abgeht. Riesensauerei, voll geil, so muss ein Burger sein. Also jetzt ab zur Feuerplatte und los geht's. So, jetzt geht's weiter mit den Burgern. Ein bisschen Rauchsalz auf die Platte, dann die beiden Kugeln drauf und ganz wichtig, schön smashen. Oh ja. Auf der anderen Seite ist noch ein bisschen über von der Zucker-Salz-Mischung, kann auch nicht schaden. Salz gibt Geschmack. So, jetzt ist die andere Seite dran. Einmal wenden, ganz wichtig, Käse drauf. Ja, und ich habe hier von der Grillshow diese geile Burgerpresse. Damit schmelzen wir uns den Käse jetzt einfach mal ganz kurz an. Und dann kommt das Ganze schon zusammengebaut. Die Zwiebeln sind schon ganz leicht angeröstet, der Bacon ist fertig und dann wird probiert, Freunde. Richtig geile Sauerei. Ihr seht jetzt, wie ich die Dinger zusammenbaue und zwar erstmal die erste Zwiebelscheibe drauf. Dann können wir uns da schon ein bisschen Soße drauf klecksen. Nicht allzu viel, nur dass wir ein bisschen Geschmack haben. Dann, Freunde, dürfen wir den Bacon nicht vergessen. So, jetzt kommt das Herzstück. Eine Hälfte von dem Rind. Dann natürlich wieder Bacon, ganz klar. Holen wir uns die zweite Hälfte zusammen hier. Aber als allererstes natürlich noch ein bisschen Soße zwischen. Da könnt ihr Gurkenrelish zwischen machen, was ihr wollt. Dann kommt das Ding hier drauf. So, jetzt kommt die zweite Zwiebelscheibe als Deckel. Freunde, und ihr fragt euch, warum ich das Butcher Paper hier habe. Wir bauen uns das Ganze natürlich ein bisschen so, dass die Sauerei essbar ist. Falten das hier zusammen. Und jetzt kann's losgehen. Ich probiere für euch. Ja, Freunde, was ist geiler als Bier und Burger? Zwei Bier und Burger, so nämlich. Mmh. Mega heiß, aber ich probiere jetzt für euch. So sieht das Gerät aus. Ja, hier, so sieht's aus. Mmh. Leute, das ist geil. Auf jeden Fall nachmachen.
So ein geiles Gerät. Guckt euch das hier mal an. Ist das der Wahnsinn? Unglaublich. Ich beiß noch mal rein für euch. Absolute Nachmachempfehlung. 5 Minuten. Länger braucht er nicht. Jetzt heißt es wie immer. Prost. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal auf euch. Und jetzt heißt es wie immer abschalten. Und nachmachen, ne? Flying Dutchman, Freunde. So sieht der aus.